Hallo, liebe Waage, das ist dein Tarotkarten-Reading für September 2023 und wir fangen an mit dem Ingrid Hour Spray für Reinigung. Und dann sehen wir mal nach, was es gibt für unsere liebe Waage im September. Deine ersten beiden Karten, die Hohepriesterin und die 8 Münzen. Was gibt es noch für unsere liebe Waage? Die dritte Karte, Ritter der Schwerter. Dann haben wir hier noch die 10 Kelche, das ist sehr gerne gesehen. Noch der Bube der Schwerter und zu guter Letzt 2 der Stäbe. Das heißt, wir haben die Kelche, die Stäbe, die Münzen und die Schwerter hier. Das heißt, wir haben alle 4 Elemente: Feuer, Erde, Wasser und Luft. Wir haben hier eine große Arkana-Karte, nur eine im ganzen Reading, das ist die Hohepriesterin, gleich deine erste Karte. Das heißt, du kannst auf deine Intuition vertrauen. Du bekommst vielleicht auch im Traum Symbolik geliefert, die dir Informationen zukommen lässt. Vielleicht bekommst du deine Informationen auch nicht über einen Traum, sondern über Meditation oder tiefe Ruhe- und Entspannungszustände. Das kann man auch erreichen, indem man zum Beispiel binaurale Musik oder sowas auflegt. Ja, da gibt es ja genug Binaural Beats auf YouTube, mit denen man entspannen kann und das Gehirn in einem bestimmten, ich glaube, Alphawellenzustand ist das, bringen. Das heißt, man kann hier besser intuitiv erfassen. Ja, man kriegt richtige Downloads aus der iCloud, sage ich mal. Manche nennen das auch das morphogenetische Feld. Und hier hast du eben Informationen zur Verfügung, die anderen Menschen vielleicht fehlen. Du solltest auch vorsichtig sein, weil falls du Psychic Abilities hast, also falls du die Fähigkeit hast, zum Beispiel Verstorbene zu sehen oder Tarotkarten zu lesen oder zu pendeln, im Kristall oder im Kaffeesatz zu lesen, falls du irgend so eine Art Fähigkeit hast, dann solltest du vielleicht nicht unbedingt damit an die große Glocke gehen. Du kannst das natürlich schon, du kannst schon in die Öffentlichkeit gehen, ja. Es ist nur so, dass das oft eben auf starken Gegenwind trifft. Das heißt, wenn du dich selber schützen willst, ist es vielleicht klüger, das nicht in die Öffentlichkeit zu tragen. Aber natürlich kann man das machen, wenn man möchte. Dann haben wir hier die 8 der Münzen. 8 der Münzen ist eine Karte, wo wir zum Meister werden. Wir wiederholen eine Sache so lange und so oft, bis wir einfach perfekt darin sind. Das heißt, das kann sein ein künstlerisches Talent, das du hast, das du verfeinerst, oder vielleicht ein sportliches Talent, das du verfeinerst. Das kann alles Mögliche sein. Ja? Auch auf der Arbeit. Man sieht, dass deine Arbeit sehr geschätzt wird, dass du sehr, sehr geschäftig und emsig am Arbeiten bist. Du bist sehr fleißig. Und deswegen kommen auch dementsprechend Münzen zusammen. Das heißt, du kannst mit deiner Arbeit auch gut Geld verdienen. Dann haben wir den Ritter der Schwerter. Diese Energie ist sehr, sehr gut, wenn man toxische Zustände oder Zustände, die einem nicht mehr gut tun im Leben, abschneiden und beenden will. Das heißt zum Beispiel toxische Arbeitsplätze verlassen oder toxische Familienverhältnisse verlassen. Hier kann man sehr gut und sehr schnell wegkommen. Ja? Wird auch symbolisiert dadurch, dass er rennt und dass er da ein motorisiertes Fahrzeug, ein Motorrad hat. Ja? Das heißt, das Schwert, mit dem kann man diese alten Bindungen kappen und man kommt dann auch relativ schnell auf die Beine. Ja? Dann haben wir hier 10 der Kelche. Absolut harmonisches Glück, was die Liebe, die Familie, die Kinder angeht. Hier sind alle miteinander sehr, sehr happy. Also man ist aufgehoben, gut aufgehoben an dem Ort, wo man sein möchte. Ja? Man fühlt sich geborgen, man fühlt sich warm umhüllt, umarmt. Also es ist sehr, sehr schön. Dann haben wir den Pagen der Schwerter. Einige von euch werden vielleicht die Nase in die Bücher stecken, werden vielleicht versuchen, über eine bestimmte Sache mehr zu erfahren, etwas lernen. Vielleicht lernt ihr in einem Kurs, vielleicht lernt ihr online etwas. Vielleicht lernt ihr eine neue Sprache, vielleicht geht ihr auf die Uni. Ganz egal, was das ist, hier wird jemand sehr neugierig und lernbegierig und wissbegierig sein. Es kann auch eure Tochter oder euer Sohn sein, ja? Oder ein Enkelkind. Dann haben wir die 2 der Stäbe. Hier muss man sich entscheiden, wo will ich hin? Will ich in meiner Komfortzone bleiben, bei dem, was ich schon kenne? Oder will ich raus ins Abenteuer und was ganz Neues erleben? Diese Entscheidung liegt wirklich bei euch und man kann da auch nichts falsch entscheiden. Ja? Man macht das eine oder andere, so wie immer im Leben, und eure Intuition, euer Bauchgefühl zeigt euch hier ganz genau, wo es hingehen soll. Dann schauen wir mal, was es gibt vom Coffee Cup Oracle für unsere Waage. Wir haben einmal den Briefumschlag und einmal die Katze.
Die Katze spricht davon, dass jemand eifersüchtig oder neidisch auf euch ist. Der spricht vielleicht hinter eurem Rücken schlecht über euch. Das kann euch aber herzlich egal sein, weil diese Person hat überhaupt keinen Einfluss. Die macht sich eigentlich nur selber lächerlich damit, dass sie schlecht über euch redet. Und diese Person macht sich selber natürlich schlechtes Karma, ja, mit sowas. Und dann haben wir hier den Envelope, also das Briefkuvert. Und hier steht, eine Überraschung entwickelt sich. Das heißt, es kommt vielleicht überraschend eine Message zu dir und diese Message sagt etwas sehr, sehr Positives. Es kommen gute Neuigkeiten ins Haus. Das wird auch hier verstärkt durch die zwei, also die, den Pagen der Schwerter. Weil die Pagen oder die Buben, das sind immer, oder nicht immer, aber sehr oft sind das Menschen oder ja, einfach Boten, die eine Botschaft bringen, ja. Das heißt, du kriegst vielleicht einen Brief, ein Schreiben, eine E-Mail, eine SMS, wo etwas Positives für dich drinnen steht. Ja? Eine Zusage für etwas, das du dir gewünscht hast zum Beispiel. Lass ein Like unter diesem Reading, wenn es dir gefallen hat. Sag mir in den Kommentaren, wie das für dich resoniert hat. Und ich freue mich natürlich über ein Abo auf dem Kanal. Und wir sehen uns hoffentlich bald. Tschüss!